Dies ist das dritte Video zum Thema Perlin Noise und hier handelt es sich um einen Nachtrag zum letzten Video. Ich habe gesagt, ich zeige jetzt, was sich mit diesem Perlin Noise Algorithmus tun lässt, wie sich das anwenden lässt. Aber bevor ich so ein Beispiel mache, möchte ich noch zeigen, weil ich es vergessen habe anzusprechen vorhin, wie ich den Perlin Noise, die Perlin Noise Funktion in zwei Richtungen verwenden kann. Also was ich hier gemacht habe, ist, dass ich Punkte gezeichnet habe. Aber ich möchte jetzt nicht Punkte in eine Richtung zeichnen, sondern ich möchte die ganze Fläche füllen. Ich halte das mal an und ich lösche hier alles bis auf den Hintergrund, beziehungsweise auch den brauche ich nicht. Im Moment zumindest. Und jetzt möchte ich hier einen Raster machen, beziehungsweise jeden Punkt füllen. Dafür brauche ich zwei For Loops. Und im ersten nehme ich ein Y, let Y gleich 0 und das Y es ist angehalten, darum kann ich gefahrlos hier schreiben, Y kleiner als height und Y plus gleich 1. Und dann hier unten machen wir das gleiche mit x, let x gleich 0, x kleiner als die Breite und x plus gleich 1. Und jetzt zeichnen wir Punkte. Und das füllt mir die ganze Leinwand. Hier ist noch nicht so schön eingerückt. Jetzt mal ausprobieren, ob es geht. Alles schwarz. Und der Punkt, meines Wissens, brauche ich dafür eine Strichfarbe, Stroke. Wenn ich zum Beispiel 255 mache, dann wird es weiß. Und wenn es 120 sind, dann wird es grau. Okay. Was ich jetzt möchte, ist die Strichfarbe vor dem Zeichnen jedes Punktes einstellen und die Strichfarbe, die holen wir uns mit Perlin Noise. Jetzt muss ich das ein bisschen aufgliedern. Ich sage let noise. Das machen wir einmal und verwenden es nicht weiter, kann ich const schreiben. Also ich mache eine Variable, die ich nachher nicht verändere. Ich verwende sie weiter, aber ich verändere sie nicht. Const my noise gleich. Und hier verwende ich jetzt x und y. Also ich stelle mir ein Feld vor, voller Wellen, voller Zahlen zwischen 0 und 1. Und ich bewege mich in dieses Feld hinein, in diese Fläche hinein. Und zwar tue ich dies auf gleiche Weise, wie ich über diese Fläche hier Punkte zeichne. Die Werte, um die Punkte zu zeichnen und um Positionen zu errechnen, die verwende ich auch gleich als Argumente für die Noise-Funktion. Wir werden sehen, dass es nicht so gut funktioniert. Ich muss sie dann verkleinern, weil ich sonst wieder zu große Ausschläge kriege, weil ich zu schnell übers Feld hineinrenne. Also, das gibt mir Zahlen zwischen 0 und 1, also mein Noise ist 0 und 1, zwischen 0 und 1 und das const color value gleich my noise mal 255. Also je größer mein Noise ist, je näher an 1 das es ist, desto eher kriege ich 255 und je näher an 0 die Noise der Noise-Wert ist, desto schwärzer wird es, desto näher an 0 bin ich hier mit Color Value. Das verwende ich, um die Strichfarbe einzustellen. Und jetzt lassen wir das laufen. Und das sieht interessant aus. Vielleicht kennst du das magische Auge. Vielleicht verwenden sie dort auch solche ähnliche Algorithmen, um diese Bilder zu generieren. Aber es sieht noch nicht aus wie ein Terrain. Und das liegt daran,
dass ich hier auch wieder nicht zu schnell bewege. Also ich stelle mir so etwas vor. Aber ich hüpfe zu schnell hier von einer Position zur nächsten und kriege nicht wirklich etwas, was wie ein hügeliges Gebiet oder ein Terrain aussieht. Also was ich hier tun muss, ist auch wieder ähnlich wie im letzten Video, dass ich diese Werte verkleinern muss. So, es hat jetzt ein bisschen gedauert, bis es wieder neu geladen hat. Das sieht schon besser aus und wenn ich das noch weiter verringere, also ein Hundertstel von x und ein Hundertstel von y, dann kriege ich langsam so ein terrainartiges topografisches Bild. Ich kann mal noch weiter auf Tausendstel gehen. Und jetzt sehe ich schon fast keine Unterschiede mehr. Also Hundertstel waren vielleicht nicht schlecht. Oder ich könnte vielleicht auch eine Variable nehmen, um das einzustellen. Ich muss mal hier auf Stopp drücken, sonst dauert das jeweils zu lange. Sagen const noise resolution gleich, hoppla, Gleichzeichen am falschen Ort, noise resolution gleich, nehme mal 500. Dann ersetze ich diese Werte hier und lasse es nochmal laufen. Das ist immer noch ein bisschen zu wenig gut sichtbar. Das sieht nicht schlecht aus. Also so lässt sich Perlin Noise in zwei Dimensionen verwenden. Das sieht fast symmetrisch aus hier. Und jetzt könnte ich das animieren, zum Beispiel, indem ich hier wieder irgendwo die Framerate dazu zähle, wie beim letzten Video, als ich das in einer Dimension gemacht habe. Frame Count heißt es, Frame Count, und das muss ich natürlich dann hier auch, kann ich auch mit dieser Noise Resolution verkleinern. Und dann verändert sich das mit der Zeit oder sollte es auf jeden Fall, ich sehe es noch nicht so gut. Ich habe auch das Gefühl, dass das ganze Ding hier ein bisschen langsam läuft. Das kann daran liegen, dass ich einen Fehler gemacht habe. Kann auch daran liegen, dass meine Batterie ein bisschen, hoppla, auf 3% ist. Ja, das ist nicht so glücklich hier. Eigentlich möchte ich weitermachen. Das springt immer noch hin und her. Ich muss wahrscheinlich mal das Stromkabel anschließen. Hilfe, stopp. Gehe wieder auf. Nicht, dass ich dieses Video noch abbrechen muss. So, also das ist eine Möglichkeit, die ich habe. Ich hoffe, ich schaffe es noch, bevor es schwarz wird, die zweite Möglichkeit zu zeigen. Also ich kann entweder mich in X- und Y-Richtung verschieben. Und damit eine Animation oder eine Veränderung über mehrere Frames bewirken. Oder ich kann die Z-Achse verwenden, um mich quasi nach oben verschieben oder nach unten, je nachdem, wie wir es anschauen. Ich nehme mal hier einen kleineren Wert, mal geteilt durch 100. Stelle hier die Spalte ein und lasse es noch mal laufen. Und auch hier kriege ich über einen längeren Zeitraum ein Bild, das sich entwickelt, aber nur langsam. Also ich habe eine Art Terrain und schiebe mich mit dem Terrain durch eine Achse in der Höhe oder du kannst dir vorstellen, über Zeit, vielleicht eine Art Erosion, die stattfindet und das Terrain verändert sich langsam. Und
Hier musst du ein bisschen mit diesen Werten experimentieren. Teilst du das durch 100 oder durch 1000? Und was hat das für einen Einfluss und wie verändert sich dieser Wert? Okay. Das ist Perlin Noise in 2 bzw. in 3 Dimensionen. Und im nächsten Video mache ich jetzt endlich ein Beispiel, das nichts mit Kurven und Terrains zu tun hat. Zuerst hole ich aber das Stromkabel.